Genau, ich gehe da aus. Ach, Frau, bleib doch da. Servus, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. Ich möchte mit euch heute ein Unboxing-Video machen. Und nicht nur irgendein Unboxing-Video, sondern ein XXL Destiny 2 Unboxing-Video. Noch vorab, das Ganze ist nicht gesponsert, also keine Werbung oder sonst irgendwas. Ich habe mir die Sachen alle selber gekauft. Da gab es damals Prozente im Bungie Store und da habe ich mal richtig kräftig zugeschlagen. Noch vorab, es gibt heute auch ein großes Gewinnspiel. Es gibt einige Sachen heute zu gewinnen. Also bleibt auf jeden Fall dran und dann wisst ihr auf jeden Fall, was es später gibt. Ja, das war's mal vorab und viel Spaß mit meinem Intro. Bis gleich. So, das sind wir auch dann schon wieder. Wir fangen jetzt mal an mit dem Unboxing-Video. Ich würde sagen, wir fangen mit Lord Shakes an und dann werden wir einfach uns mal vorarbeiten. Ich werde das Ganze stehend machen, weil wir haben hier große Pakete, da ist das Ganze im Sitzen ein bisschen schlecht. Gut, also wie gesagt, das ist Lord Shakes. Einmal hier vorne, dann einmal die Seiten. Ja, alles schön zu sehen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So. Alles immer sehr vorsichtig auspacken. So, jetzt. Gut. Gut. Da ist nochmal Kleber. Da ist nochmal Kleber. Immer so viel Kleber. So, jetzt aber. Also, so schaut das ganze Stück aus. Also, ich mache das mal hier weiter vorne, damit ihr das auch besser seht, ja. Also, ist auf jeden Fall sehr schwer. Sehr gute Verarbeitung auch von der Rüstung her. Aber man ist es ja auch gewohnt von den Sachen. Nein, die Waffe kann man nicht raustun. Schade, wäre cool gewesen. Okay, gut. Da haben wir mal Nummer 1. So, dann machen wir mal hier mit der Geist, Standard-Geisthülle weiter. Ja. Muss ja auch bedenken, dass es bei manchen Figuren auch noch einen Emblemcode gibt, so wie bei der Geisthülle. Da gibt es auch einen Emblemcode, den man dann im Ingame dann einlösen kann. Deswegen, ja, der ist da drin. Den zeige ich euch aber jetzt mal nicht. So, den tun wir wieder rein. So, also hier sind keine Klebestreifen. Einmal hier oben und unten aufmachen. So. Was hier meistens das Problem ist, was ich jetzt öfters gehört habe, dass eben hier diese Stange hier gebrochen ist, angeliefert wird, also vor allem bei dem hier. Hier zum Glück jetzt nicht. Auch ich habe noch eine Geisthülle, die vom Weihnachtsevent. Da war auch nichts, da war alles in Ordnung. Das war ja auch einzeln verpackt im Kalender. Ja, also das ist für mich einfach nur eine standard normale Geisthülle. Schaut auf jeden Fall cool aus. War auch echt nicht teuer. Ich werde euch dann die einzelnen oder mal den Link unten reinhauen. Dann könnt ihr mal selber vorbeischauen. Den gibt es jetzt derzeit, ich glaube, der hat 16 Euro gekostet und Emblemcode noch extra dazu, also ist echt günstig. Ist echt top. Von der Verarbeitung kann ich auch nichts sagen. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der größten Geisthülle. Das ist eine Warlock-Geisthülle. Da war auch nochmal ein Emblemcode dabei, der steht hier hinten drauf. Da gibt es auch noch mal zwei Stück, gibt es einmal für den Jäger und einmal für den Titan-Geisthülle, aber gibt es für jeden der gleiche Emblemcode dabei.
würde ich sagen, aufpassen beim Auspacken. Da muss man sehr aufpassen beim Auspacken. So, wie ich auch vorhin angemerkt habe, hier auch Schwachstelle hier bei den Plastikstangen, einmal hier und einmal hier, jeweils bei den Stangen. Ja, hat auf jeden Fall ordentlich Gewicht. Ist auf jeden Fall ein Mordsteil. Also die hat mir am besten gefallen von den dreien und ich bin auch Warlock Main, deswegen muss ich die auch unbedingt haben. Die Geißhülle hat 60 Euro gekostet. Von der Verarbeitung muss ich jetzt sagen, hier haben wir hier einen kleinen Lackfehler. Einmal hier. Und wo war jetzt noch einer? Ja, hier ist es jetzt auch nicht ganz so perfekt verarbeitet. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist alles perfekt. Von den mittleren Geist hier auch alles gut. Passt alles. Ja, ist halt sehr, wie soll ich sagen, sehr schweres Material, was die hernehmen. Deswegen sind die auch sehr schwer. Deshalb auch bei den Figuren her, da hat man auch das gleiche Material. Das sind die halt echt richtig schwer. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Kate 6 Figur. Ja, hier wieder die einzelnen Seiten. Hier oben dann das ursprüngliche Zeichen, was man mit Kate verbindet. Ja, gut. Keine Klebestreifen, okay. Ja, von Kate 6 wollte ich halt schon länger eine Figur haben. Die gab es jetzt endlich mal, gab es jetzt mal eine wieder zum Kaufen, weil sonst hat man immer auf eBay oder so schauen müssen und die waren halt dann echt teuer. Da müsste ich jetzt nochmal schauen, wie viel die gekostet hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ist auf jeden Fall eine richtig schöne Figur. Ja, immer schön die Details von den einzelnen Farben, hier auch bei den Handschuhen hier. Das Ganze hier ist beweglich. Der Umhang kann Superman machen. Ja, ansonsten kann ich da jetzt auch nicht viel erkennen. Ja, er hat hier schon schön sein Messer. Leicht schmutzig hier an seinem Helm. Ja, wie immer, Kate 6 mit seinem Daumen, klar. Ja, nee, kann ich echt nicht meckern. Super Figur, kann man echt nichts sagen. Ja, und er sagt ja auch, ne, hier, Daumen hoch für mein Video, ne? Würde ich auch sagen, ne? So. Also, das ist schon jetzt eine große Sammlung. Ich habe ja noch ein paar Figuren. Wenn ich jetzt dann mal hoffentlich mal meinen PC bekomme, mache ich da nochmal ein Video von meinem kleinen Gaming-Zimmer. Und dann werdet ihr auch noch mal die einzelnen Figuren dann sehen, ja? So, dann kommen wir hier noch zu den Pins. Ich habe hier noch einzelne Pins. Die machen wir auch mal auf. Das ist einmal der Pin. Da gab es auch zwei Embleme dazu, zudem. Der hat auch 17, 18 Euro gekostet. So. Dann der nächste. Also es ist einmal von den Exo-Waffen, von bestimmten Exo-Waffen, ja. Da kann man eben eine bekommen. Da gibt es halt eine, da kann man entweder 1000 Stimmen, Izanagi, Dürresammler und sowas. Und da kann man eben random eine bekommen. Weiß nicht, welche war jetzt das? Symmetrie oder so, wie die hieß, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Hab die Waffe noch nie gespielt. Ich habe sie zwar, aber noch nie gespielt. So. Das ist von der Gyalahorn.
Super geiler Pin, super schwer. Ja, gut. Geil. Okay, kommen wir jetzt zu meinem Gewinnspiel. Es gibt zu gewinnen einen PlayStation 5 Controller, ein Mauspad mit RGB-Beleuchtung und als Trostpreis noch einen Collectors Pin. Wie könnt ihr gerade den ganzen Gewinnspiel mitmachen? Ihr müsst einmal meinen Kanal abonnieren, das Video liken und dann je nachdem, was ihr gewinnen wollt, ja, ihr könnt einmal mit Destiny PS5 oder mit Destiny Mauspad oder mit Destiny Pin in die Kommentare schreiben und dann werden wir alles einzeln auslosen. Ja, also es kann drei Gewinner geben, sucht euch eins aus, schreibt es in die Kommentare und dann seid ihr auch schon eingetragen. Und wie gesagt, abonnieren und liken nicht vergessen. Gut, das Gewinnspiel läuft bis zum 11. Februar. Am 11. Februar lade ich dann noch ein Video hoch und da werden dann auch die Gewinner bekannt gegeben dann in dem Video. Also am 11. Februar werde ich dann das Ganze bekannt geben. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem letzten und zwar ist es der Nachtfalkenhelm, der Exohelm für den Jäger und den kann man auch aufsetzen. Da bin ich jetzt mega gespannt. So, wir haben hier einmal eine Gebrauchsanweisung hier drinnen. Den habe ich gekauft für 144 Euro, war im Angebot. Eigentlich kostet der über 200 Euro. Deswegen musste ich da zuschlagen. So, wir haben dabei den Unterfuß. Ja, da kann man dann den Helm drauf tun mit der Stange. Gehen wir mal hier hin. Und was haben wir hier noch dabei? Also das ist ja echt. So, so schaut das Ganze aus. Das ist auch noch mit dabei. Muss man einrahmen beschweren, dass es das mal gerade ist. Gut, dann wo fangen wir da an? Das kann man ja bestimmt hier einfach abziehen. So, voilà. Ich hoffe, der Helm passt mir. Eine Kugel. So, dann packen wir erstmal das Stativ aus. So, das Stativ. Die Stange. So. Aber nicht gerade liebevoll hier rausgebrochen, aber okay, gut. Wo kommt jetzt was hin? Hier. Ja, die dünne Seite unten. Das die große Einkerbung oben. Warum das da eine Einkerbung ist? Das, hier hinten. Ah, okay. Hier die Einkerbung. Und die Einkerbung hier. Jetzt. Gut. Das ist mal der Anfang. Jetzt kommen wir zum Helm. Oha. Puh, Plastik. Okay, wir schauen uns erstmal den an. So schaut er aus. Von der Seite. Und hinten. So schaut das Ganze innen aus.
Gut, dann würde ich sagen, setzen wir mal das Ganze auf. Oh Gott. Mein Schädel ist einfach zu dick. Wow. So. Na, wie schaut das Ganze aus? Jetzt könnte ich das Ganze noch, wie soll ich sagen, sehr falsch ausschauen lassen, denn ich habe ja noch das Sentinel-Schild in Originalgröße. Aber nee, für alle Destiny-Fans, nee, das Bild machen wir jetzt lieber nicht, sonst. So, also, ich muss sagen, also sitzt gut, ist okay. Ja, man sieht hier recht gut raus, also hier sieht man sehr gut, also ist okay. Ist gewöhnungsbedürftig für den Anfang. Also hier sieht man halt überhaupt nichts. Boah. Könnt mir gut vorstellen für die Gamescom, dass ich den da anziehen kann. Kann ich in der Gamescom rumlaufen. Mit dem Sentinel-Schild. Geil. Okay. So. Gut. Dann setzen wir den ganzen Helm mal hier drauf. Das muss man, glaube ich, wieder verstellen hier. Komplett klein. Dann hier drauf. So. Und dann setzt der Helm da drauf. So. Schaut auf jeden Fall mega geil aus. So. Ja. Im Stream kommt er bestimmt gut. Haha. So, das war's jetzt mit dem Unboxing-Video. Also es waren echt viele Sachen und auf jeden Fall geile Sachen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, abonniert doch kostenlos meinen Kanal, schaltet die Glocke ein, um weitere Videos nicht zu verpassen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Ich schalte mich ab, euer Gamer Impuls.